Servus Leute, wir sind wieder zurück in DC. Ja, einen kleinen Pause hat es gegeben, weil ich nicht zusammengekommen bin mit dem Aufnehmen. Hat es bei anderen Projekten auch gegeben, halt tut mir leid, aber ja, ich schaue, dass ich es wieder hinbekomme täglich. Der Guten ist natürlich mit dabei und ich habe keine Jo, Ahnung, wo du bist. ich auch nicht. Also ich spawne gerade. Ich sag's dir dann, sobald ich weiß. Weil ich weiß nicht, ich bin neu gespawnt, ja, ich bin ja tot gewesen am Schluss noch einmal. Ich meine ich auch. Na, ich glaub nicht. Ja, auf jeden Fall irgendwelche großen Häuser. Ach genau, ich bin nach Berenzino gerannt. Ah, okay, ja, und ich bin südlich bei fast bei Elektro hier unten. Warte mal. War denn hier noch mal? Okay, relativ wenig Spieler, ne? Ja. Wunderbar. Hab mir halt gedacht, ich gehe jetzt mal den ICT-Server, weil der andere ist jetzt gerade nicht verfügbar oder wo wir sonst ICT hin. haben wir doch früher mal Da waren gespielt, wir auch oder? schon einmal, ja, habe ich mir auch gedacht. Ganz am Anfang. So, gleich mal Nice, sinnvolle Bruder. Ausrüstung. Cargo-Pants, schwarze Wolljacke. Passt. Ja, dann würde ich aber sagen, ich komme in Richtung Berenzino rauf. Also ich bin jetzt, wie gesagt, in Berenzino. Braucht zwar lange darauf, aber was soll's denn? Wo bist du denn genau? Da auf der Kreuzung, wo ich einmal war, das letzte Mal auch, da zwischen, wo ich 3 Kilometer nach Kamishogo oder sowas runter Ja, habe. ja. Okay. Also da in der Nähe von der Factory. Ein bisschen südlicher noch. Halt, ich bin jetzt ein Dorf vor der Factory, genau. Ich renne jetzt in das Dorf nachher gleich hinein. Es ist 1 Kilometer circa entfernt. Ich habe echt schon ewig nicht mehr DayZ gespielt, halt seit der letzten Aufnahme. Früher habe ich das Ja. häufiger noch so zwischendurch gespielt. Bin die Steuerung gerade irgendwie richtig gewöhnungsbedürftig. Ich habe es mir ja umgeklickt, halt ich habe ja das Laufen auf der Maus, ich brauche die linke Hand jetzt gerade gar nicht. Habe einen Rucksack, einen kleinen. Tust auch gar nichts, oder? Eine Ausrüstung. Nö, nö, gar nichts. Ich bin frisch gespawnt und nach Berenzino gelaufen. Okay. Stimmt, und da haben mich ja die eine nachher erschossen. Mit dem Pfeil. So. Jetzt ist auch schon rausgekommen, wie wir weitermachen sollen bei DC so ungefähr. Einfach so wissen wir sie, so wie wir es jetzt machen. Weil es passt, gefällt ihnen weiterhin noch so. Was sie gerne auch sehen würden, wenn man bis so alt wird, was einer oder ein paar auch gesagt haben, wir sollen uns auf leere Server gehen, dort uns ausrüsten, offscreen und auch die Laufpfade überspringen, aber das habe ich gleich auch im Endeffekt niedergeschmettert, weil wenn ich da jetzt sage, ich weiß nicht, ich muss 5 Stunden aufnehmen, dass ich einen Bart rausbekomme, die Zeit habe ich nicht. Halt, wäre nicht tragbar. Was ich mir noch eher vorstellen könnte, ist, dass ich, was auch noch so war, dass sie, halt, dass wir mit ein paar anderen Leuten noch dazu nehmen sollten. Bleibt Halt, mal dass eine wir, Stadt einnehmen oder so. und dann auch noch eine Idee war auch, dass wir, wenn wir ausgerüstet sind, sozusagen irgendwelche anderen kleinen Leute ein bisschen quälen oder sowas oder mitnehmen ewig und der muss mitgehen, sonst wird er erschossen oder sonst irgendwas. Dass wir so ein bisschen Roleplay hineinbekommen. Okay. Oh, das klingt ja eigentlich ganz Es gut. waren so Ideen, so ein paar kleine. Was genau umgesetzt wird, kann ich eh noch nicht genau sagen, das werden wir erst sehen. Aber die letzten Parts gehen eigentlich ziemlich gut. Über 100 jetzt jedes Mal wieder. Es war lange Zeit lang nicht. Aber man muss auch bedenken, dass das Spiel jetzt schon wieder über ein halbes Jahr lang in der Standalone-Alpha ist. Das ist auch schon heftig eigentlich. Ja, ich habe jetzt auch schon, jetzt ist der 191. Part, glaube ich. Ja. Das sind ja auch Mengen an Zahlen, was ich da im Endeffekt habe. Ich backe irgendwie gerade in der Wand rum und loote. Kann passieren. Zwei Zombies hinter mir. Ja, ich habe auch da einen zumindest. Ich bin gerade überlegen, ob ich überhaupt in das eine Haus da reinlaufen soll. Bin im Krankenhaus. Weil den Zombie kann ich hier nicht abschütteln. Ich glaube, ich renne gleich weiter in Richtung Factory. Das bringt nichts. Der Zombie ist schneller als ich, der hat mich geschlagen während dem Laufen. Bin voll im Sprint gewesen. Was soll der Scheiß? Ich blute jetzt auch noch. Der ist schneller. Ah.
Und ich verbinde mich, obwohl mich Zombies schlagen, weil es nicht anders geht hier gerade. Ja, super. Und ich komme nicht weg von den Zombies. Der trifft. Ich habe jetzt schon die Fäuste oben. Muss mich aber verbinden jetzt irgendwann nachher. Könnte sein, dass das neu ist, dass die Zombies jetzt so ultra schnell sind. Na, es ist ein Military-Zombie. Okay. Die sind unterschiedlich angeblich. Aber der rennt immer hinter mir her, ich kann nicht stehen bleiben. Jetzt ist er stehen geblieben. Schnell im, verbinden. Im Treppenhaus vom Krankenhaus konnte man die immer ganz gut abschütteln, ne? Ja, weil sie nicht drauf gehen. Na jetzt. Boah, jetzt habe ich mich gerade verbunden, das kommt schon wieder. Ich habe einen Kompass. Super, der bringt da viel auf der Küste, da kennt sich eh in- und auswendig. Ja, im Berenzino vor allen Dingen. Unser typisches Anfängerörtchen. Bild auf der. Auf der Küste gleich verrenne ich mich gar nicht mehr. Weil da weiß ich ja, links Prinzip oder kann rechts. Man sich merken, linke Hand Elektro, rechte Hand Berenzino. Und weil, wenn du wirklich mal links von Elektro oder Cherno spawnst, dann kommst du eh ganz schnell ans Map-Ende, das ist nicht wahr. Ja. Na, gerade wenn es Cherno spawnst, halt, wenn es links von Cherno, ich weiß nicht. Dann bist du ja bei Lothar da irgendwo da hinten. Erstens schaut dort das Gebiet hier ganz anders aus. Oh, jetzt ist der Zombie noch immer hinter mir. Ich komme nicht weg von dem. Was die auf jeden Fall mal mit einem Update wegkriegen sollen, sind das die Zombies, die ja genau, die überall durchglitschen. Irgendwann ist es einem egal, aber am Anfang kann man da echt teilweise ausrasten. Mhm. Probieren wir da mal zum Abhängen, wenn ich da drüber laufe. Ah, der glitscht auch schön drüber. Ah, das nervt gerade, der dumme Zombie. Ich wollte eigentlich Factory kurz durchschauen. Habe ich noch nie was Gutes gefunden? Naja, meistens irgendeine, weiß nicht, Axt oder Schaufel oder so, eine ist Axt schon drin. Ich, das stimmt schon. Oder ein kleiner Rucksack auf oft. Ja, hier lag ein Schultornister irgendwo. Ich bin jetzt bei der Factory schon vorbei. Okay. Okay, wahrscheinlich können wir uns im unteren Teil von Berenzino gleich treffen. Mhm, hört sich gut an. So, ich bitte mal was aber trinken. Eine Dose habe ich, ich kann die anderen Dosen halt noch nicht aufmachen. Könnte natürlich auch Beeren pflücken gehen. Wenn ich den Busch finde. Bin gespannt, was sie da jetzt, wie das nachher mit dem neuen Patch ist. Ich hoffe, der kommt bald. Ja, ist jetzt eigentlich schon eine ganze Zeit ohne Patch vergangen. Ewig. Glaub, über zwei Monate. Na, zwei Monate. Oh, okay. Der letzte war ja eigentlich schon bald der mit den großen Waffen-Update, ne? Ja, dem, achso, na, stimmt, ein Monat circa, eineinhalb. Der mit dem Bogen und so weiter war der letzte, ja. Wo oben die kleine Stadt dazukommen ist und. Ach ja. Ja, man sich noch richtig drauf gefreut, wenn das man. Das war der letzte. Was Großes kam. Aber das ist auch schon ewig hier, halt, das ist mindestens, weiß nicht, 30 Parts oder sowas hier. Mindestens ja, ein Monat. Überleg ich mal, das ist. Wegen der Nachsynchro sind wir da oben, also als wir die Nachsynchro gemacht haben, sind wir da ja hingelaufen. Mhm. Stimmt, das waren ja alleine 6-7 Parts. Alter, die Zombies sind so überempfindlich geworden, ne? Ja. Aus 500 Meter Entfernung rennen die mir hinterher. Halt, Berenzino soll ich jetzt nicht raufkommen. Und schnell sind sie auch. Die sind Wahnsinn. Ohne Handy oben kommst du nicht mehr entkommst du nicht mehr. Der eine, ich renne seit 2 Minuten vor dem her und der hat wirklich immer so einen Meter Abstand gehalten. Jetzt hat er mich geschlagen und ich blute. Ja, habe ich auch vorher gerade gehabt. Will nach unten gehen, aber bin eigentlich schon im Durstig und im Bluten und hast ihn nicht gesehen. Hat ein bisschen Scheiße. Wo treffen uns, haben wir jetzt gesagt? Ich gehe jetzt erstmal nochmal ins Krankenhaus, weil ich die Zombies loswerden muss. Okay. Also ich bin eh noch. Da ist ja eh noch eine Ortschaft, das weiß ich jetzt gerade. Da ist ja noch eine Ortschaft zwischen Factory und Berenzino.
So. Da war ich auch, glaube ich, noch nie. Weil ich da meistens gleich schief oben gelaufen bin. Ja, ich bin schon gespannt, was jetzt beim nächsten wirklich kommt. Einige neue Waffen. Hunting. Oder wieder. Ich finde es wirklich mal interessant, wenn man mal so eine Stadt einnimmt und dann wirklich besetzt. Ja, aber das Problem ist, das kannst du bei einer Aufnahme schwer machen. Man bräuchte 10 Leute oder so, wirklich vernünftig in der sie ausgerüstet sind zum einen, sich dann in was weiß ich, Elektro oder so treffen. Und dann macht man irgendwie 2er-Teams, 5 Stück, das sollte eh schon reichen, um die Stadt so ziemlich abzuregeln. Ja, aber was, da kommen die Leute, die kleinen Noobs hinein, was kein Equip haben. Super. Naja, kommen bestimmt auch andere. Aber dann würde mich mehr so die Challenge interessieren, die Stadt zu besetzen für eine gewisse Zeit. Ja. Wenn du halbwegs gute Sniper hast, dann ist die schon gewonnen. Ja, deshalb ja, ob man das so hinkriegt oder ob da wirklich so, ich sag mal, du brauchst nur einen guten Anfänger, der jemanden ausnockt und schon ist Problem. Hm. Ja, wenn du zu zweit unterwegs bist, immer einer sichert und im Endeffekt legst du dich genau bei den Eingängen auf die Lauer, weil da liegst du meistens nur herum. Ja, im Schulgebiet und so, ja. Da muss man halt gucken, dass zwei, drei umhergehen und ein bisschen so Streife machen. Dann einfach schießen. Keinem mehr vertrauen. Ja, oder halt alle die Anfänger, wenn man sieht, die haben eh nicht wirklich was bei, dann mal ansprechen. So, dass du bist jetzt verhaftet. Ja, so ungefähr. Dann könnte man sich ja irgendwo so ein Knaster in so eine Polizeiwache und so weiter. Dass man die Leute nicht verhungern lässt. Ja, wird aber auch erst interessant, wenn ein Elektro-Spawn ist oder sowas, halt wenn es regelmäßigen Spawn gibt und nicht bisher erwüstet hat. Ja, dann kannst auch schon ewig, machen. Ne? Das ist von Anfang an schon so gewesen. Mit nur bei Server Restart. Ich bin jetzt gleich dann beim Hafen. Ah, ich bin jetzt auch gleich an der Schule. Ich bin jetzt etwas hinterm Supermarkt, hinterm zweiten, der etwas weiter unten ist. Ja, bei der Baumschule da unten in der Ecke. Braucht noch ein bisschen länger. Boah, ich weiß noch, wie ich hier mal um das Gebäude rumgerannt bin. In meiner ersten Stunde, in der sie, als wir hier hochgerannt sind. Es ist hier gar keiner am Server. Zwei Leute noch außer uns. Okay. Halt. Ja, kannst du voll riskieren. Ja. Obwohl einatmen wahrscheinlich ICT. Ja. Ja, bringt aber auch nichts Neues. Ja. Okay, der weiß halt, wo die Leute sind. Ja, kann der nachgucken? Ja, das kannst bei Arma 3, also Altis Live Server und so weiter, kannst du mal so schauen, wer wo auf der Map ist und so weiter. Wegen Hacking und bla bla. Ich schätze aber, dass der nicht irgendwie guckt, ach, die sind Berenzino, so, mal hin. Bum bum, schießen, tot. Ja. Haben wir in den letzten Parts ja oft genug gehabt. Und wer weiß, wie das hier im ICT-Server ist. Alle freundlich, ha 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 ha. Außer wir. Das ist ein VR-Friendly-Server. Mhm. Ich glaub's auch. Lauf grad schöne Slaloms. Na, Küste entlang oder was? Nein. Siehst du schon die Schule? Warte mal. Ich glaube, dass da drüben müsste sein. Warte, bin ich schon vorbeigelaufen? Ja, bin schon vorbeigelaufen. Ja. 30 Sekunden bin ich da. Sauber. Das kann auch nur ich einfach vorbeilaufen. Du bist in der Schule? Jo. Wo? Oben ist aber gar nichts. Ich lauf rein. Okay, ich gehe gerade aufs Dach. Ich habe ein Red Hoodie an und einen violett, also einen kleinen violetten Rucksack. Sonst ist eigentlich nichts bei mir auffällig. Hast du unten schon durchgeschaut? Nein. Hast du die Flashlight da gedroppt? Nee. Okay, dann war einer da schon. Ja, war aber eh, weil hier oben ist gar nichts, selbst auf dem Dach liegt nichts.
Und ein bisschen Munition liegt da normalerweise immer. Passt nicht wirklich raus. Das sind immer zu viele Zombies. So, und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.